Blue Eyes. Ja, das ist ein gutes Deck. Da hat Konami sich wieder was ganz Besonderes ausgedacht. Man bringt ein paar neue Tuner und natürlich ein eigenes Synchromonster raus. Zusätzlich verbessert man das alte Bossmonster und fertig. So passt sich ein altes Deck dem Meta an. Meta angepasst? Wo ist das denn Meta angepasst? Die Zeit, wo Synchros stark waren, ist vorbei. Wir haben kein 2008 mehr. Blue Eyes macht die ganze Zeit nur minus 1. Alles andere macht plus 1000. Hallo, wo ist denn das stark? Das Besondere an den Tunern ist dabei, dass sie fast alle auch noch tolle Friedhofseffekte haben. Ja, Friedhofseffekte, genau. Weil die auch immer on point kommen in der Endphase, wenn man sie nicht mehr gebrauchen kann. Schon mal was von Dweller gehört. Der fängt hier den kompletten Friedhof auseinander. Der alternative Drache ist eine nützliche Verstärkung für das Deck und besitzt dabei sogar einen sehr guten Effekt. Zusätzlich ist er auch noch ganz einfach zu beschwören. Ja klar, ganz einfach beschwören. Ist ja nicht so, dass man dafür einen blauen, weißen Drachen auf der Hand haben muss. Nee, der hat ja auch noch einen super Effekt. Er kommt raus und kann eine schießen. Verabschiede dich schon mal von der Battle Phase mit ihm. Er kann nämlich nicht angreifen. Und du findest dieses Monster wirklich alternativ? Es ist alternativ los. Man erfindet noch ein paar neue Draw-Karten und Sucherkarten, um das Deck schnell in ihre Kombos ziehen zu lassen. Ja, ist ja nicht so, dass man dafür passende Targets braucht in der Hand. Wenn du eine Karte des Einklangs hast, hast du nur weiße Drachen, hast du Trade-In, hast du nur die scheiß Steine auf der Hand. Aber hey, es gibt ja immer noch Melody, nicht wahr? Tja, kurze Info. Es gibt auch immer noch Ash, die einfach alle drei davon komplett denied. Super Engine. Das Gute bei dem Deck ist, dass man zu dem eigenen Thema noch ohne Probleme andere Engines spielen kann. Ja klar, warum nicht noch mehr Engines adden, wo der Core eh schon so groß ist, dass man 39 Karten als die Main sind? Aber warte, Kaijus sind eine gute Idee. Ja, Kaijus könnte man spielen. Zum einen kann man den Garmissil abschmeißen. Aber nein, dafür ist es gar nicht gedacht. Nein, man muss einfach nur die Kaijus nehmen, die beschissenen Monster beim Gegner wegschießen und sich totkloppen lassen, damit dieses Elend endlich vorbei ist. Hinzu nehmen wir noch die total starke Zauberkarte Soul Charge. Ja klar, Exodia ist auch total stark, wenn man es auf der Starthand hat. Und das passiert wahrscheinlich sogar noch statistisch gesehen öfters, als dass man Soul Charge sieht. Und selbst wenn man es hat, hat man keine Targets für das scheiß Ding. Und warum? Weil alles andere gut ist.